Die Echtzeitstrategie kämpft vielleicht seit Jahren ein Rückzugsgefecht. Aber sie gibt nicht auf. Und das ist auch verdammt gut so, denn dieses Genre hat so viele fantastische Spiele hervorgebracht. In diesem Video will ich euch die 10 besten davon vorstellen. Falls ihr euch jetzt denkt, Moment, das gab's doch schon mal. Stimmt, vor einigen Jahren habe ich schon mal eine solche Liste aufgestellt. Aber ich fand, es wurde höchste Zeit, sie neu aufzulegen, denn es hat sich dann doch so einiges getan. Sogar auf Platz 1. Eine Regel behalte ich aber vom letzten Mal bei: Jede Serie ist nur mit einem Spiel vertreten, nämlich ihrem besten. Allerdings will ich diesmal mit 3 lobenden Erwähnungen anfangen. Also 3 tollen Spielen, die es aus verschiedenen Gründen damals und auch diesmal nicht ganz in die Top 10 geschafft haben. Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Fusion 15, dem leichtesten High-End-Laptop der Welt. Mehr Infos zum Laptop findet ihr in der Videobeschreibung. Und los geht's mit dem Spiel, das beim letzten Mal die meisten von euch vermisst haben: Supreme Commander. Und ganz ehrlich, das war einfach deswegen nicht dabei, weil ich selbst in einer Top 10 halt nur 10 Spiele unterbringen kann. Da ist nicht für jeden Genrekracher Platz. Aber Supreme Commander könnt ihr getrost als Platz 11 betrachten. Ich liebe das Spiel schon seit dem ersten Trailer, den ich dazu gesehen habe, und der meiner Meinung nach bis heute einer der besten Spieletrailer aller Zeiten bleibt. Gerade weil er kein großes Renderkunstwerk war, sondern einfach eine dramatisierte, aber doch im Kern normale Partie zeigte. Und das reicht bei Supreme Commander ja schon, um Strategen völlig von den Socken zu hauen. So groß sind die Maps? Solche Schlachten kann ich echt spielen? Hammer! Der Untergang der Serie war aber, dass sie es nie schaffte, ein breiteres Publikum anzusprechen. Der erste Teil richtete sich klar an Hardcore-Strategen, aber seine riesigen Ausmaße wirkten für Neueinsteiger schnell überwältigend. Da half es auch nicht, dass das Ding so schlecht optimiert war, dass selbst heutige Spitzenrechner noch bei den Massenschlachten ins Stolpern kommen. Der zweite Teil versuchte dann etwas kleiner und massentauglicher zu werden und hatte auch einige coole neue Ideen, aber er verlor dabei zu viel von dem, was Supreme Commander für die eingefleischten Fans so besonders machte. Was dazu führte, dass es nie einen dritten Teil gab. Aber immerhin halten besagte eingefleischte Fans den ersten bis heute am Leben. Modding-Projekte wie Forged Alliance Forever und Project Loud schrauben an KI und Performance und stellen weiter Multiplayer-Server zur Verfügung. Die nächste lobende Erwähnung geht dagegen an ein Spiel, das sogar ganz offiziell neu aufgelegt wurde: Rise of Nations, das in meinen Augen bessere Empire Earth. Auch hier führen wir eine Nation durch die komplette Menschheitsgeschichte. Zwar fehlt die Zukunft, dafür glänzt Rise of Nations einfach mit besserer Spielmechanik. Mehr als die meisten Echtzeitstrategiespiele ließ es sich von 4X-Vorbildern wie Civilization inspirieren. Zum Beispiel bauen wir wie in Civ einzelne Städte aus und erweitern damit unsere Landesgrenzen. Die größte Schwäche von Rise of Nations waren aber immer seine lahmen Weltkartenkampagnen. Die späteren Spiele in diesem Video haben einfach deutlich bessere Singleplayer-Feldzüge hingekriegt. Der Fantasy-Spin-off Rise of Legends korrigierte das. Außerdem hatte er jede Menge fantastischer Ideen für seine Fraktionen, von Steampunk-Mechs bis hin zu gewaltigen Maya-Kampfstatuen. Aber während ich das herrlich ausgefallen fand, war es vielen wohl auch zu abgedreht und verkaufte nur ein Drittel so viele Exemplare wie Rise of Nations. Deswegen bekam es auch nie eine Extended Edition und markierte das Ende der Serie, was ich bis heute schade finde. Lobende Erwähnung Nummer 3 geht an ein recht interessantes Stück Spielegeschichte. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hier ist der direkte Vorläufer von Halo. Bungie entwickelte mit Kreuzzug ins Ungewisse, oder auf Englisch Myth the Fallen Lords, eins der allerersten Strategiespiele in 3D. Nun muss ich da ehrlich sein, das war ein tolles Spiel, aber kein Meilenstein vom Kaliber eines Command & Conquer. Deswegen ist es auch völlig zu Recht nicht in den eigentlichen Top 10. Aber in meinem Herzen hat es einen ganz besonderen Platz, weil es das erste RTS war, das ich je selbst besessen habe. Was aber nicht heißen soll, dass es nur aus Nostalgie in diesem Video ist. Kreuzzug ins Ungewisse war in so manchen Bereichen seiner Zeit voraus. Die 3D-Grafik ermöglichte echte Geschossphysik, durch die Pfeile an Hindernissen abprallen oder Verbündete erwischen konnten. Wobei das bei Pfeilen noch deutlich weniger problematisch war als bei den Molotow-Cocktails, die die Zwerge geschmissen haben. Zu all dem kam ein enorm stimmiges Dark-Fantasy-Setting im Stile der Black Company-Bücher und knallharter strategischer Anspruch, weil man jede Mission ganz ohne Basisbau mit den Truppen schaffen musste, die man eben hatte.
Nach der Fortsetzung Myst 2 machte sich Bungie dann an ein Sci-Fi-Strategiespiel, das auch wieder 3D und Physik ausnutzen sollte. Aber im Lauf der Entwicklung bewegten sie die Kamera immer näher an die Truppen ran und stellten irgendwann fest, eigentlich macht's uns mehr Spaß, den Jeep direkt selbst zu steuern. Und so wurde der Shooter Halo geboren, der dann wiederum Jahre später doch noch zwei RTS-Ableger inspirieren sollte. Persönlich bin ich ja der Meinung, dass Bungie damals einen riesen Fehler gemacht hat und viel lieber einfach weiter Echtzeitstrategie hätte entwickeln sollen, statt irgendwie einen der erfolgreichsten Shooter aller Zeiten zu machen oder sowas. Aber damit stehe ich wahrscheinlich allein da. Und damit kommen wir zu den tatsächlichen Top 10. Den Anfang macht das einzige Spiel, von dem ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass es mein Leben verändert hat, so schmalzig es klingen mag. Schlacht um Mittelerde hat mich damals mit seinen filmreifen Tolkien-Schlachten so begeistert, dass ich tief in die Modding-Szene eingetaucht bin und schließlich sogar 13 Jahre lang selbst an einer Mod für den zweiten Teil mitgearbeitet habe. Nun war Schlacht um Mittelerde nie das tiefste oder komplexeste Strategiespiel, aber es war eins der stimmungsvollsten. Hier gab's die Helden aus den Filmen sogar teils mit ihren Originalstimmen, es gab epische Belagerungen, es gab Reiterheere, die durch hordenweise Orks pflügten, also alles, was das Fanherz begehrt. Und Schlacht um Mittelerde ist selbst heute noch voll spielenswert. Weder optisch noch mechanisch ist es schlecht gealtert. Nur kriegen könnt ihr es blöderweise kaum noch, weil EA es aus Lizenzgründen nicht mehr anbieten darf. Deswegen gibt's die Serie, anders als etwa Command & Conquer, nicht mehr einfach bei Origin oder Steam. Aber wenn ihr noch eine Version habt und das alte Gefühl mal wieder aufleben lassen wollt, dann sei mir so viel schamlose Eigenwerbung erlaubt, schaut euch doch mal die Edain-Mod für Schlacht um Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs an. Das ist die Mod, an der ich jahrelang mitgeschraubt habe. Sie bringt das Grundgerüst des ersten Teils zurück, aber mit haufenweise neuen Völkern, Einheiten und Helden, zum Beispiel aus den Hobbit-Filmen, aber auch aus der Originaltrilogie und natürlich den Büchern. Ich bin inzwischen nicht mehr selbst daran beteiligt, aber ich habe die Mod damals in meinen Lebenslauf fürs GameStar-Praktikum geschrieben. Ohne sie würde ich euch jetzt vielleicht also gar nicht gerade dieses Video präsentieren. Auf Platz 9 steht ein Spiel, mit dem ich mir auf ewig Schande gemacht habe, denn ich habe mir Battle Realms damals nicht gekauft. Und das hat niemand gemacht, deswegen ist es komplett gefloppt. Dabei war es so unglaublich gut. Es steckte voller großartiger Ideen. Zum Beispiel, dass wir Einheiten nicht aus der Kaserne ploppen ließen, sondern Bauern in verschiedene Gebäude zum Trainieren schickten. Im Schießstand wird ein Arbeiter etwa zum Bogenschützen, beim Alchemisten zum Chemiker und wenn er beide Trainingsrunden durchläuft, kommt ein Kanonenschütze raus. Das ist so einfach wie genial. Aber der große Strategie-Hype war damals Empire Earth, das nur 5 Tage später erschien und Battle Realms komplett verdrängte. Dabei ist es rückwirkend betrachtet ein viel schlechteres Spiel. Umfangreicher vielleicht, aber längst nicht so elegant designt. Ich leiste deswegen später Abbitte für meine Schande und gebe den Platz in dieser Liste lieber an Battle Realms. Interessanterweise haben einige der Originalentwickler, darunter Command & Conquer-Miterfinder Ed del Castillo, immer wieder versucht, die Marke zurückzubringen, wenn auch teils mit den völlig falschen Ideen, wie einem Kickstarter für ein Kartenspiel. Ihr jüngster Versuch hat uns aber tatsächlich ein Kleinod beschert. Eine neue Steam-Version von Battle Realms, die endlich moderne Auflösungen unterstützt. Platz 8 war meine Einstiegsdroge in die Warhammer-Welt und ich könnte mir keine bessere vorstellen als Dawn of War. Das Spiel nutzt sein geniales Szenario, um ein geniales RTS zu schaffen. Einerseits strotzt es nur so vor Atmosphäre. Jede Fraktion und jede Einheit hat ihre ganz eigene, völlig wahnsinnige Persönlichkeit in einem Universum, in dem es nur Overkill und ewigen Krieg gibt. Aber andererseits glänzt Dawn of War auch spielmechanisch mit haufenweise coolen Features. Zum Beispiel lassen sich enorm viele Trupps und Kriegsmaschinen individuell mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Space Marines tragen etwa wahlweise schwere Bolter, Flammenwerfer, Raketenwerfer oder Plasmagewehre. Aber so toll Dawn of War auch ist, so sonderbar war es als Serie. Der zweite Teil war ein sehr anderes Spiel und setzte plötzlich auf viel kleinere taktische Scharmützel, sowie eine Kampagne, in der wir Helden fast wie in Diablo steuerten. Es war immer noch fantastisch, aber auf eine ganz andere Art. Dawn of War 3 versuchte dann, beide Spielprinzipien zu verbinden, aber ich glaube, ich war einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, dem das Ergebnis auch wieder gefiel. Unterm Strich muss man das Spiel als Fehlschlag verbuchen. Es kam so schlecht an, dass Relic schon bald nach Release alle Pläne für künftige Erweiterungen einstampfte. Nun arbeiten die Macher inzwischen an Age of Empires 4, also würde ich sagen, sie haben sich von dem Debakel ganz gut erholt.
Aber ich find's trotzdem enorm schade, dass es mit Dawn of War wohl auf absehbare Zeit erstmal vorbei ist. Und auch bei Platz 7 liegen die besten Tage schon eine Weile zurück. Stronghold ließ Kinderträume wahr werden wie kaum ein anderes Spiel. Endlich Burgherr sein. Und zwar wirklich mit allen Facetten. Wir errichten die Festung unserer Träume, verwalten jedes wirtschaftliche Detail und schlagen großartige Belagerungen. Stronghold ist eins der ganz wenigen Spiele, das wirklich in all diesen Bereichen glänzt. Es ist sowohl ein erstklassiges Aufbauspiel als auch ein erstklassiges RTS. Allerdings wurde die Serie nach dem famosen Crusader mit jedem Teil immer schlechter. Bis heute sind die Originale die besten und immer noch voll spielenswert. Selbst die liebevolle 2D-Grafik schlägt alle nachfolgenden 3D-Teile. Stronghold Warlords wagt zuletzt einen Vorstoß in ein völlig neues Setting, den asiatischen Raum. Aber ganz ehrlich, so sehr ich mir ein glorreiches Stronghold-Comeback immer noch wünsche, sonderlich optimistisch bin ich dafür inzwischen nicht mehr. Platz 6 leite ich mit einem Geständnis ein. Company of Heroes ging mir immer so richtig auf die Nerven. Obwohl es objektiv eins der besten Strategiespiele aller Zeiten ist. Aber jede Minute, die Relic in das abgedroschene Weltkriegssetting steckte, war halt eine, die sie nicht im so viel besseren Warhammer-Setting von Dawn of War verbrachten. Company of Heroes gab damals die neue Richtung vor, mit der sich auch Dawn of War 2 später so stark von seinem Vorgänger entfernen sollte. Diese viel taktischeren Gefechte, in denen es noch mehr um Deckung und clevere Positionierung gehen sollte. Aber um mich so richtig auf die Palme zu bringen, bekam Company of Heroes sogar die bessere Version dieses Konzepts ab. Zwar waren die Weltkriegsfraktionen nicht so divers wie die Sci-Fi-Fraktionen in Dawn of War 2, dafür gab's mehr Tiefgang bei der grundlegenden Spielmechanik. Habe ich schon erwähnt, dass mir das Ding so richtig auf den Keks ging? Aber Spaß beiseite, es gibt an Company of Heroes eigentlich nichts auszusetzen, wenn man's mal seriöser und rationaler betrachtet als ich. Dramatische Schlachten, spannender Multiplayer, fesselnde Kampagne, das Spiel punktet in allen Bereichen. Sein interessantester Erbe ist für mich übrigens Iron Harvest, weil das meinen einen irrationalen und völlig subjektiven Kritikpunkt ausmerzt und den lahmen Weltkrieg durch Dieselpunk-Mechs so viel cooler macht. Platz 5 gebührt der Total War-Serie, aber wahrscheinlich nicht dem Teil, an den ihr jetzt denkt. Medieval 2 ist der größte Klassiker und Warhammer 2 aktuell der beliebteste Ableger, aber zu meinem Favoriten hat sich inzwischen Three Kingdoms gemausert. Weil es genau an den Stellen verbessert und sogar revolutioniert, wo ich mir das schon seit Jahren gewünscht habe. Es hat die beste Diplomatie der Serie und einige der besten Kampagnenkarten-Features. Damit punktet es genau da, wo mir in den Warhammer-Teilen immer ein wenig der Tiefgang fehlte. Und deswegen macht's mir hier einfach am meisten Spaß, mein Reich, meine Provinzen, meine Städte, meine Helden und meine Armeen zu verwalten. In Sachen Vielfalt kann Three Kingdoms dafür nicht mit den Fantasy-Völkern von Warhammer mithalten, vor allem nicht auf dem Schlachtfeld. Aber es hat da seit Release doch zumindest mit einigen starken DLCs nachgelegt und mehr Einheiten, mehr Möglichkeiten und mehr Völker mit einzigartigen Mechaniken hinzugefügt. Und in Sachen grundlegendem Spieldesign hoffe ich sehr, dass kommende historische Total Wars, oder eigentlich alle Total Wars, vor allem auf der Kampagnenkarte die erstklassigen Ideen von Three Kingdoms weitertragen. Platz 4 geht an eins der umfangreichsten Komplettpakete, die sich Echtzeitstrategen aktuell zulegen können. StarCraft 2 hat einfach alles. Gleich mehrere der besten Kampagnen, die es je im Genre gab, knallharten E-Sports-Multiplayer, obendrein mehrere Koop-Modi zum etwas entspannteren Spiel und auch noch die Arcade mit fangemachten Maps und Modi. Und einen beträchtlichen Teil davon kriegt ihr völlig kostenlos, darunter die komplette erste Kampagne, den kompletten Multiplayer und die Koop-Commander. Letztere allerdings mit einem Level-Cap. StarCraft 2 ist damit wahrscheinlich eins der besten Free-to-Play-Spiele der Welt, wenn nicht gar das Beste. Und es wird noch besser. Mit der Fan-Mod Mass Recall könnt ihr auch die Story des ersten StarCraft in der Engine des zweiten Teils spielen. Ebenfalls kostenlos. Alternativ gibt's natürlich auch noch StarCraft Remastered, was gerade für Oldschool-Puristen immer noch ein ebenfalls fantastisches RTS bleibt. Und dieses Remaster war zwar nicht spektakulär, aber auch keine solche Katastrophe wie Blizzards andere RTS-Neuauflage. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal noch zu was Positivem, Command & Conquer. Eine Serie, der ganz zweifellos einer der Spitzenplätze in dieser Liste zusteht. Auch wenn es eigentlich sonderbar ist, dass der ausgerechnet an Generals geht. Das weicht von allen Teilen schließlich am weitesten von den Besonderheiten der Serie ab.
keine trashigen Realfilmvideos, kein ausgefallenes Semi-Sci-Fi-Szenario und statt dem Oldschool-Baumenü plötzlich ganz klassische Baumeister. Aber für sich genommen war Generals einfach ein herausragendes RTS mit enorm gelungenem Einheiten- und Fraktionsdesign und damals ein Dauerbrenner auf den LAN-Partys dieser Welt. Wer es doch lieber ganz klassisch hat, der sollte ein Auge auf Command & Conquer Remastered werfen. Das legt nach langer Durststrecke das Spiel neu auf, mit dem damals alles begann, und packt auch noch das erste Alarmstufe Rot obendrauf. Aber auch Generals bleibt bis heute voll spielbar, und sein Chefentwickler Dustin Browder ist der einzige Entwickler, der sich mit gleich drei Spielen in dieser Liste platzieren konnte. Nach Generals machte er Schlacht um Mittelerde, und danach wechselt er zu Blizzard als Lead-Designer von StarCraft II. Der gute Mann hat also einen exzellenten Anspruch auf den Titel bester RTS-Entwickler aller Zeiten. Zumindest, wenn man nach dieser Liste geht. Und mal ehrlich, wonach sollte man sonst gehen? Welche Autorität könnte höher sein als die irgendeiner Liste irgendwo im Internet? Hä? Na eben, sag ich doch. Und wo wir gerade schon wieder bei Blizzard waren, damit kommen wir zum wohl traurigsten Platz auf dieser Liste. Obwohl Platz 2 doch eigentlich eine sehr ruhmreiche Position ist. Aber Warcraft 3 stand in meiner alten Top 10 auf Platz 1. Und das fand ich nach dem Reforged-Debakel einfach nicht mehr tragbar. Blizzard hatte für diese Neuauflage so viel versprochen. Neue Missionen, neue Zwischensequenzen, neue Stories. Und dann nicht nur fast gar nichts davon geliefert, sondern auch noch alte Features gestrichen und das Spiel gerade für Multiplayer-Fans sogar verschlechtert. Ich hatte sogar überlegt, das Spiel dafür noch weiter nach unten rücken zu lassen. Aber das wäre dann auch wieder nicht ehrlich, denn trotz misslungener Neuauflage ist es ja immer noch Warcraft 3, eins der besten Spiele aller Zeiten. Großartige Story, großartiges Missionsdesign, großartiger Multiplayer, einfach rundum großartiges Game Design. Dieses Spiel verdient einen Ehrenplatz in jeder RTS-Liste, selbst jetzt noch. Allein aus seiner Modding-Szene sind mehrere Genres wie MOBAs und Tower Defense entsprungen und seine Geschichte legte die Basis für World of Warcraft. Wenige andere Spiele hatten so einen Einfluss. Aber gerade deswegen hätte es halt mit Reforged auch so viel mehr verdient gehabt. No king rules forever, my son. I see. Platz 1 wiederum macht alles richtig, was Blizzard verbockt hat. Die Age of Empires 2 Definitive Edition ist eine der besten Neuauflagen, die je ein Klassiker erhalten hat. Und sie hätte kaum einem besseren Spiel passieren können. Age of Empires 2 ist bis heute ein geniales Echtzeitstrategiespiel. Kein anderes verzahnt so gelungen alle Facetten des Genres, von Basenbau und Wirtschaft über Forschung bis zum Militär. Egal, ob ihr lieber historische Kampagnen und epische Singleplayer-Schlachten oder fesselnde Multiplayer-Partien schlagt, hier kommt ihr auf eure Kosten. Selbst wenn ihr das Original nie gespielt habt, denn die Definitive Edition macht es vor allem viel zugänglicher und komfortabler. Grafisch bleibt es natürlich bei 2D, aber bei wunderschönem 2D. Kurzum, Age of Empires 2 und seine Definitive Edition haben eine Vorbildfunktion, die Blizzard in diesem Genre inzwischen abgegeben hat. Und damit verdient Age den ersten Platz. Aber wenn ich zum Abschluss noch einen Wunsch äußern darf, mein Lieblings-Age war ja eigentlich immer Age of Mythology. Das verknüpfte das unverwüstliche Grundkonzept mit einigen enorm sinnvollen Weiterentwicklungen, zum Beispiel komplett einzigartigen Fraktionen. Und mit seinen mythologischen Aspekten konnte es obendrein deutlich mehr Vielfalt beim Einheitendesign auffahren. Nur war seine Extended Edition eine deutlich weniger eindrucksvolle Neuauflage. Wenn ihr dem also auch noch eine Definitive Edition spendieren könntet, Microsoft, dann wäre ich rundum glücklich. Zum Abschluss würde ich gern noch eure Meinung wissen. Wart ihr auch mit dieser Liste rundum glücklich? Lasst es mich wissen und schreibt mir gerne, welche Spiele ihr vermisst habt. Falls ihr noch mehr Strategie-Highlights wollt, schaut doch auch mal bei meinen Top 10 der Runden- und Aufbaustrategie rein. Und lasst uns ein Abo da, denn wir werden natürlich auch weiter über die besten Strategiespiele berichten. Sowohl die der Vergangenheit, als auch die der Zukunft.